Hallo! Ihr fragt euch vielleicht, was ich hier draußen in der Wildnis mache. Nun, Sprache ist lebendig und ihre Veränderung ist oft gar nicht so leicht zu verstehen. Oft eine echte Wildnis. Deswegen möchten wir euch heute zeigen, wie neue Wörter in unseren Alltag kommen. Dazu gibt es zahlreiche Theorien und Modelle. Wir zeigen euch heute die sogenannte Theorie der Trampelpfade vom bekannten Sprachwissenschaftler Rudi Keller. Doch vorher schauen wir mal, wie es überhaupt geschieht, dass neue Wörter zu uns kommen. Schauen wir uns Kevin an. Er relaxt gerade auf seiner kleinen deutschsprachigen Insel und denkt, dass seine Muttersprache Deutsch nicht durch andere Sprachen beeinflusst ist. Doch lange vor seiner Zeit kamen bereits viele Wörter aus anderen Sprachen ins Deutsche. Diese Wörter nennt man Entlehnungen. Besonders populär waren früher Italienisch, Spanisch oder auch Französisch als Herkunftssprachen. Ein Beispiel dafür ist das Wort Liga, das im 15. Jahrhundert aus dem Spanischen übernommen wurde. Solche Entlehnungen gab es unzählige. Gründe dafür waren etwa wirtschaftliche oder politische Interessen. Auch heute findet so eine Sprachvermischung immer noch statt. Durch Smartphone oder Internet geschieht dies sogar noch viel schneller. Heute sind es meistens englische Begriffe, die ihren Weg in unseren alltäglichen Sprachgebrauch finden. Schauen wir uns nun die Theorie der Trampelpfade an. Stellt euch vor, eine Sprache sei ein Land. Und die Wege und Straßen, auf denen wir durch dieses Land reisen, sind die Regeln dieser Sprache. Entsteht ein neuer Begriff für etwas oder eine neue Verwendung für ein Wort, verstößt dies im ersten Moment häufig gegen diese Regeln. Kevin benutzt dieses Wort aber schon länger auf diese Weise und schafft somit eine neue Route. Andere Sprecherinnen und Sprecher werden ihm vielleicht folgen. Wenn das genug Leute tun, entstehen langsam sogenannte Trampelpfade. Sprachwege, die offiziell nicht ganz korrekt sind, durch ihre häufige und weit verbreitete Verwendung jedoch akzeptiert werden. Und das ist doch eine nice Sache. Was können wir hiervon also mitnehmen? Alle Sprachen beeinflussen sich gegenseitig und oft kommen Begriffe von der einen in die andere Sprache. Zudem verändert sich Sprache eigenständig und ungeplant. Rudi Kellers Theorie der Trampelpfade veranschaulicht das sehr deutlich. Neue Wörter und Wortverwendungen sind nur so lange falsch, bis sie von einer großen Anzahl Sprecherinnen und Sprechern benutzt werden. Wer kann also schon sagen, welche Wörter wir in 10 oder 20 Jahren verwenden werden?